Hallo Leute, seid herzlich willkommen. Und heute geht alles um das Thema Chest. Und zwar gibt es hier diese Upgrades und eines der bekanntesten oder eines der besten, die ME. Ich stelle euch heute alle vor, also das, was ich finde, was am besten ist und wie ich angefangen habe. Ich habe angefangen. Und zwar habe ich mir einfach immer eine Chest genommen. Am Anfang. Dann habe ich hier das hier gemacht. Wooden to Iron Chest Upgrade. Iron to Gold Chest Upgrade. Gold to Diamond Chest Upgrade. Und Diamond to Obsidian Chest Upgrade. Dazu macht ihr einfach Rechtsklick. Und ihr seht, es hat sich vergrößert. Dann ist ein zu Gold, schon wieder vergrößert. Der zu Diamant hat sich wieder vergrößert. Und zu Obsidian, gleich groß geblieben, macht aber keinem TNT. Es hat jedem TNT-Stand. Das demonstriere ich euch mal. Lever. Ich mache es noch ganz einen TNT. Meiner Welt macht das natürlich nichts. So. Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade ins Mikro gekommen. Und sie steht noch. Aber das ist noch nicht die perfekte Möglichkeit. Ich sag mal so, die perfekte Möglichkeit ist es nicht jetzt das hier. Von dem so Millionen zu haben. Perfekt ist es, alles einfach in einem zu haben. Dazu braucht ihr nicht viel, nur sehr viel Geduld, bis ihr es alles habt. Zwar baut ihr einfach so ein T aus Glasfaserkabel, da kommt der ME Controller, der ME Access Terminal, ME Drive. Na, ist noch falsch herum. ME Drive, ME Access Terminal, ME Controller. Hier hinten könnt ihr die mit so viel Strom powern, wie ihr wollt. Also ja, ich nehme jetzt die High Voltage, die produzieren am meisten, sind am effizientesten. Aber könnten springen. Sag mal so, nein, können sie nicht. Hier löscht es jetzt und wir können darauf zugreifen. Wir können hier jetzt zwar noch keine Sachen reinlegen. Das liegt aus einem Grund. Hier muss noch was rein. So, was sind das? Diese hier. Die Fluid Storage. Von denen gibt es 16 ME. Ich mach's mal hier unten. Ich stelle es euch schnell vor. ME. Und zwar, mehr Abstand kann es auch noch drin sein. Okay, nein. Es gibt eins, zwei, es gibt viele. Ich weiß nicht jetzt alles auswendig. Und von denen braucht ihr insgesamt 8 Stück. Nein, 10. Ich kann nicht zählen. Und jetzt können wir hier irgendwie ein paar Sachen reinlegen. Wie das hier. Und wir haben Zugriff darauf. Wir können es diesen Shift-Klick geben. Oder können es einfach rausziehen, bestimmte Menge nehmen und wieder zurück. Wir können hier die Sortierung. Oder wir können auch hineinschiften. Oder den Access. Hier können wir noch die Sortierungsart wählen. Item ID, Item Name, Number of Item. Oder Priorität weiß ich nicht. Und hier können wir eingeben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt. Was ist das? ME. ME nachher Basic. Komm, nur noch diese kann ich mir geben. Das braucht ME Access Terminal, ME Drive mit Storage und ME Controller. Der zeigt euch an. Hier, jetzt produziert er nichts mehr. Jetzt kann ich das kappen.
Jetzt verliert er Energie, aber ich kann jetzt noch, wenn ich hier Solarfenster drin habe, kann ich mir die noch schnell geben. Anschließen. Dann kriege ich wieder Energie, wenn es natürlich auch Tag ist. Ich würde sagen, das war's von heute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Puh.